Hier schauen wir uns in diesem Video die Absatzformatierungen an. Vorher haben wir uns die Zeichenformatierung angeschaut. Und um die Absatzformatierungen vornehmen zu können, braucht man natürlich etwas Text. Die Funktion Blindtext gibt es hier auch, allerdings nicht unter Einfügen, wie man vermutet, sondern hier unter Bearbeiten, Autotext. Haben wir hier unter Standard und etwas weiter unten haben wir hier unseren Blindtext. Können wir das hier einfügen und mit diesem Text können wir jetzt entsprechend arbeiten. Ich zeige erstmal diese Formatierungsarten, die wir hier als Schaltfläche zur Verfügung haben. Standardgemäß ist das Ganze auf linksbündig gesetzt und man kann das Ganze aber auch, halt dazu muss natürlich der Cursor in diesem Absatz sich befinden. Hier war die Absatzmarke und hier war der Cursor drunter, dann kann es nicht funktionieren. Also Cursor im Absatz positionieren. Jetzt kann ich sagen, zentriert. Man sieht hier diesen Flatterrand links und rechts. Dann hier ist rechts bei diesem Seitenrand ist die Schrift gleich auf. Dieser Flatterrand ist jetzt links. Und dann gibt es noch eine vierte Möglichkeit im Blocksatz. Hier passiert einfach Folgendes. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. Vielleicht kann man es dann hier schön sehen. Dieser Abstand hier zum Beispiel ist etwas größer als dieser, obwohl hier nur ein Leerzeichen dazwischen ist. Aber damit kann ich erreichen, dass dieser Text links und rechts gleich auf ist. So, das waren jetzt die vier Schaltflächen. Nochmal vielleicht kurz die Erklärung Absatz. Was ist ein Absatz? Einfach, wenn man im Text hier zweimal schaltet und man hat hier diese Absatzmarken, dann markieren die einen extra Absatz. Also ich kann jetzt sagen, in diesem Absatz, da soll alles linksbündig sein. Man sieht hier auch den Flatterrand und dieser Absatz soll zentriert sein. Und die Grenze, die markieren immer diese Absatzmarken hier. Okay, schauen wir uns weitere Absatzformatierungen an. Das mache ich mal kurz rückgängig mit STRG Z. Das funktioniert hier auch. Und dann unter Format, Absatz, haben wir hier weitere Möglichkeiten, was wir hier entsprechend einstellen können. Also, fangen wir mal mit dem einfachsten hier an, Initialen. Wenn ich hier also ein Häkchen setze, dann wird der erste Buchstabe hier vergrößert angezeigt. Ich kann sogar sagen Anzahl der Zeichen. Ich meine, das ist im Word nicht der Fall. Muss ich nachher mal gleich recherchieren. Also normalerweise ist es der erste Buchstabe. Hier kann man auch die Größe genau festlegen, wie viele Zeilen dieser Buchstabe groß ist. Ich lasse jetzt mal 4 Zeilen eingestellt. Abstand vom Text kann man auch noch entsprechend einstellen. Und dann sage ich mal okay. Und dann sieht man, hier ist dieser Abstand, halber Zentimeter und 1, 2, 3, 4 Zeilen haben wir hier dieses Initial drin. STRG Z. Dann Formatabsatz. Was haben wir denn hier noch? Umrandung. Okay, da können wir hier erstmal eine Linienart auswählen. Ich mache jetzt hier mal so eine starke und eine kleine Linie. Kann auch noch die Breite etwas vergrößern. Die Farbe kann ich auch entsprechend festlegen. Und jetzt sehe ich hier, ist noch gar nichts zugewiesen. Also bei diesem Seitenrand, da muss ich hier entsprechend auswählen, komplette Umrandung oder nur die Seiten, nur oben, nur links. Ich mache mal hier die komplette Umrandung und sage okay. Schauen wir hier noch ein bisschen. Genau, dann habe ich hier praktisch meinen roten Rahmen um den Text herum. Ja, dann haben wir hier nochmal unter Ausrichtung das gleiche, was wir als Schaltfläche zur Verfügung haben. Einmal linksbündig, rechtsbündig, zentriert, unter Blocksatz. Und was haben wir hier noch? Einzüge und Abstände. Und hier, das ist für uns wichtig, der Zeilenabstand, den kann man auf 1,5 setzen. Dann schaut es hier im Vergleich zum einfachen Zeilenabstand hier so aus. Ich kann aber hier auch nochmal sagen, doppelt, dann wird es natürlich immer weiter auseinandergezogen. So, was haben wir denn hier noch? Der Einzug vor dem Text, hinter dem Text. Wenn ich hier also den Einzug vergrößere,
auch hinter dem Text. Der Einzug ist praktisch hier, wenn es hier nach innen geht. Also das heißt, wenn der hier vergrößert wird, das ist hier dieser Standardeinzug, wenn der vergrößert wird, dann rutscht der Text weiter nach innen und auf der anderen Seite rutscht der Text dann weiter nach links. Wir schauen uns das Ergebnis mal an. Genau, also hier ist der Text noch weiter nach innen gerutscht und hier auch vom Seitenrand aus nach innen. Ich mache das mal wieder rückgängig. Absatz und das stellen wir wieder auf 0. Und dann ist der Rand wieder ausgeglichen. So, jetzt gibt es noch andere Möglichkeiten. Wir haben hier zum Beispiel erste Zeile. Dann rutscht die erste Zeile ein. So kann man auch Absätze voneinander besser unterscheiden, besser gliedern. Ich mach das mal wieder rückgängig. So, und dann kann man auch den Abstand über und unter dem Absatz vergrößern. Also ich könnte jetzt hier ein Maß einstellen, darüber, darunter, sage okay und dann sieht man hier, hier ist dieses Maß und hier unten auch. Ich hätte natürlich hier eine Zeilenschaltung setzen können, aber so habe ich hier praktisch das mit diesem Menü steuern können. So, was haben wir noch? Schauen wir mal rein. Format Absatz. Hintergrund. Ich kann also im Hintergrund einen Farbbereich setzen. Ich wähle mal grün aus, sage okay. Dann habe ich hier den Text Hintergrund grün. Ich kann aber auch sagen, ich möchte keine Hintergrundfarbe, ich möchte eine Grafik haben. Hier wird die dann entsprechend hier eine aussuchen und dann als Fläche formatiert kann ich hier da in dem Bereich, wo der Text sich befindet, kann ich hier entsprechend diese Hintergrundgrafik setzen. Ich sehe gerade, es ist, glaube ich, günstig, wenn man zuerst den Text entsprechend formatiert, weil sich die Grafik hier sonst entsprechend auseinanderschneidet, weil es ja praktisch die Absatzmarke die Grenze hier darstellt.